Contra. Kabarett und Comedy. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Mit dieser kleinen Fabel eröffnet der Kabarettist Thomas Maurer einen Leseabend, den er einem der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter des 20. Jahrhunderts gewidmet hat, Franz Kafka. Doris Glaser begrüßt sie bei einer Kontra-Ausgabe, in der sich Thomas Maurer, bekennender Vielleser und Büchernarr, auf die Suche nach den humoristischen Aspekten in Kafkas Texten begeben wird. Maurer, Kafka, komisch lautet der Titel seines Bühnenprogramms, mit dem er das gängige Bild vom hoffnungslosen, traurig-tristen Schriftsteller, ewigen Junggesellen und biederen Versicherungsangestellten Franz Kafka, wenn schon nicht korrigieren, so doch erweitern will. So haben viele insbesondere die Verwandlung noch in Erinnerung als, ja, also literarisch sicher, aber lustig war das nicht. Ja? Und deswegen würde ich gerne explizit mit der Verwandlung anfangen. Also wobei nicht mit dem Anfang der Verwandlung, der Anfang ist ja doch, muss man sagen, weil so weit sind die meisten kommen, einer der berühmtesten ersten Sätze der deutschen Literatur. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Es ist sehr grotesk. Das Erste, wenn jede Normalität aufhört und du dich als Insekt wiederfindest, also das Erste, was dem Gregor Samsa einfällt, ist, sich Sorgen zu machen, dass er zu spät in die Arbeit kommt, was der Chef sagen wird. Und dann noch die minutiösen Beschreibungen, wie er versucht, mit seinem breiten, schweren, harten Leib und den nutzlosen, winzig vor seinen Augen flimmernden Beinchen irgendwie aus dem Bett zu kommen. Das ist auch ein bisschen herzlos. Also der Kafka, der eigentlich ein großer Empath war, aber diese Komik hat auch eine Härte, die vielleicht auch aus der Lebensrealität von damals. Er hat natürlich in der Versicherung ständig mit jeder Form von Verstümmelung und menschlichen Katastrophen zu tun gehabt. Und er war ja auch Kinogänger, und wenn man sich nur in Erinnerung ruft, diese ganzen Slapstick-Filme dieser Zeit, wo er einfach körperliche Gewalt noch ganz stark als Komik empfunden wurde und ein bisschen was von Stummfilm-Elan irrlichtet, finde ich auch durch die Kafka-Texte immer wieder. Reiter, weg davon, weg davon. Wir ritten durch die Nacht. Es war dunkel, mond- und sternlos. Und noch dunkler als sonst mond- und sternlose Nächte sind. Wir hatten einen wichtigen Auftrag, den unser Führer in einem versiegelten Brief bei sich trug. Aus Sorge, wir könnten den Führer verlieren, ritt hier und da einer von uns vor und tastete nach dem Führer, ob er noch da sei. Einmal, gerade als ich nachsah, war der Führer nicht mehr da. Wir erschraken nicht allzu sehr, wir hatten es ja die ganze Zeit über gefürchtet. Wir beschlossen, zurückzureiten. Altgedienter Kabarett-Haudegen trifft auf Literaturtitanen. Ist Kafka zum 100. Todestag reif fürs Ablachen? So kündigte das Theater im Rabenhof in Wien die Premiere von Thomas Maurers Kafka-Lesung an. In der Vorbereitungszeit habe er, erzählt Thomas Maurer, der vor seiner Kabarettkarriere eine Buchhändlerlehre absolviert hat, in der Vorbereitung habe er bekannte Werke wie den Prozess oder das Schloss wiedergelesen, aber auch viel Neues in den Tagebüchern und Notizen des Dichters entdeckt. Lediglich 3 schmale Sammelbände hat Kafka zu Lebzeiten publiziert. Kurz bevor er im Alter von nur 40 Jahren am 3. Juni 1924 an Tuberkulose verstarb, bürdete er seinem Freund Max Brod die Verpflichtung auf, alle seine noch unveröffentlichten Werke zu verbrennen.
Und dieses Versprechen hat Max Brod, der ansonsten der wahrscheinlich loyalste Freund war, den man sich denken kann, Gott sei Dank dann gebrochen, weil sonst gab es den Abend nicht, da sitzt jetzt nicht ich, oder daneben sitzt noch der Schreiber und der Ballfrater, oder es wäre die Steffi Sagnerl. Danke, Max Brod, an dieser Stelle. Ich saß in der Loge neben mir, meine Frau, es wurde ein aufregendes Stück gespielt, es handelte von Eifersucht. Gerade hob in einem strahlenden, von Säulen umgebenen Saal ein Mann den Dolch gegen seine langsam zum Ausgang hinstrebende Frau. Gespannt beugte man sich über die Brüstung. Ich fühlte an meiner Schläfe das Lockenhaar meiner Frau. Da zuckten wir zurück. Etwas bewegte sich auf der Brüstung, was wir beide für die Samtpolsterung der Brüstung gehalten hatten, war der Rücken eines langen, dünnen Mannes, der genauso schmal wie die Brüstung, bis jetzt bäuchlings da gelegen war und sich jetzt langsam wendete, als suche eine bequemere Lage. Meine Frau hielt sich zitternd an mich, ganz nah vor mir war sein Gesicht, schmäler als meine Hand, peinlich rein wie eine Wachsfigur mit schwarzem Spitzbart. »Warum erschrecken Sie uns?« rief ich. »Was treiben Sie hier?« »Entschuldigung«, sagte der Mann. »Ich bin ein Verehrer Ihrer Frau. Ihre Ellbogen auf meinem Körper fühlen macht mich glücklich.« »Emil, ich bitte dich, schütze mich«, rief meine Frau. »Auch ich heiße Emil«, sagte der Mann, stützte den Kopf auf eine Hand und lag da wie auf einem Ruhebett. »Komm zu mir, süßes Frauchen.« »Sie Lump«, sagte ich, »noch ein Wort und Sie liegen unten im Parterre.« Und als sei ich sicher, dass dieses Wort noch kommen werde, wollte ich ihn schon hinunterstoßen, aber das war nicht so einfach. Er schien doch fest zur Brüstung zu gehören. Er war wie eingebaut. Ich wollte ihn wegwälzen, aber es gelang nicht. Er lachte nur und sagte, »Lass das, du kleiner Dummer, entkräfte dich nicht vorzeitig. Der Kampf beginnt erst und er wird allerdings damit enden, dass deine Frau meine Sehnsucht erfüllt.« »Niemals«, rief meine Frau und dann zu mir gewendet, »so bitte stoß ihn doch schon hinunter.« »Ich kann es nicht«, rief ich, »du siehst doch, wie ich mich anstrenge, aber es ist irgendein Betrug und es geht nicht.« oh weh«, klagte meine Frau, »was wird aus mir werden?« »Sei ruhig«, sagte ich, »ich bitte dich, durch deine Aufregung machst du es nur Ärger. Ich habe jetzt einen neuen Plan. Ich werde mit meinem Messer hier den Samt aufschneiden und dann das Ganze mit dem Kerl hinunter ausschütten.« Aber nun konnte ich mein Messer nicht finden. »Weißt du nicht, wo ich mein Messer habe?«, fragte ich, »sollte ich es im Mantel gelassen haben?« Fast wollte ich in die Garderobe laufen, da brachte mich meine Frau zur Besinnung. »Jetzt willst du mich allein lassen, Emil?« rief sie. »Aber wenn ich kein Messer habe«, rief ich zurück. »Nimm meins«, sagte sie und suchte mit zitternden Fingern in ihrem Täschchen. Aber dann brachte sie natürlich nur ein winziges Perlmuttmesserchen hervor. Franz Kafkas Mentor und Freund Max Brod hat nicht nur das Werk des Dichters vor der Vernichtung gerettet, von Brod gibt es auch etliche Zeugnisse über die privaten Seiten Kafkas. So schreibt Brod etwa, er konnte begeistert und hingerissen sein, des Scherzens und Lachens war dann kein Ende und er wusste auch seine Freunde zum Lachen zu bringen. Dass er mit seinem Programm Maurer Kafka komisch tatsächlich für Heiterkeit sorgen kann, habe, so berichtet Thomas Maurer, einige im Publikum doch auch überrascht. Bei der Nimbus sich verselbstständigt hat, dass das Wort Kafka bereits eine Form von Ehrfurcht, puh, das ist schwer zu lesen, aber wichtig und sicher urbedrückend und deprimierend. So kann man natürlich lesen, das ist auch alles drinnen. Ja. Ich meine, er war jetzt sicher kein heiterer Entertainer, aber dieser abgründige Humor ist in fast alles eingewoben. Es gibt kaum Texte von ihm, wo nicht irgendwie zumindest was gleich Groteskes, etwas knapp vor der Hysterie Stehendes auch darunter liegt. Die Vermieterin warf die Röcke und eilte durch die Zimmer, eine große, kalte Dame. Ihr vortretender Unterkiefer schreckte die Zimmerherren ab.
Einmal kam ein kleiner Zimmerherr, ein fester, untersetzter junger Mann, der die Hände ständig in den Taschen seines Rockes hielt. Vielleicht war es seine Gewohnheit, es war aber auch möglich, dass er das Zittern der Hände verbergen wollte. »Junger Mann«, sagte die Frau, und ihr Unterkiefer rückte vor, »Sie wollen hier wohnen?« »Ja«, sagte der junge Mann und zuckte mit dem Kopf von unten hinauf. »Sie werden es hier gut haben«, sagte die Frau und führte ihn zu einem Sessel. Hierbei bemerkte sie, dass er einen Fleck in der Hose hatte, weshalb sie neben ihm niederkniete und diesen Fleck mit den Nägeln zu reiben begann. »Sie sind ein Schmutzian«, sagte sie. »Es ist ein alter Fleck.« »Dann sind Sie eben ein alter Schmutzian.« Neben skurrilen Miniaturen wie dieser trägt Thomas Maurer in seinem Kafka-Abend auch etliche persönliche Zeugnisse aus Tagebüchern und Briefen des Prager Dichters vor, thematisch geordnet in die Bereiche Kafka und die Frauen, das Elend des Junggesellendaseins, Arbeitswelt oder Ernährung, Gesundheit und Sport. Und er ist zur Einstimmung in Prag auf den Spuren von Franz Kafka gewandelt. In Prag war ich ein Jahr vorher, nicht extra deshalb, aber ich habe zumindest feststellen können, dass es ein wirklich schieres Kafka-Denkmal gibt. Denn Kafka hätte das sicher so entsetzt, einen gigantischen, also ich schätze mal mindestens 4-5 Meter hohen Edelstahlschädel, der ihm noch dazu nicht wirklich ähnlich schaut und wirklich eher wie etwas aus 1984 wirkt, noch dazu horizontal in Scheiben segmentiert ist. Also es ist monströs, es ist schier. Das Einzige ist, es ist ziemlich surreal. Vielleicht hätte ihm das gefallen. Aber ansonsten habe ich die Zeit in Prag eher damit verbracht, meine maulenden Kinder über die Karlsbrücke auf den Ratschen zu treiben. Etwas, womit Franz Kafka sein Leben lang gehadert und gerungen hat, wobei es eigentlich praktisch nichts gibt, womit er nicht gehadert und gerungen hat lebenslänglich. Aber sein Körper nimmt da noch einmal eine Sonderstellung ein. Eigentlich wäre er war sehr mager, aber eigentlich ein fescher Zopfen. Das war aber nicht das Bild, das ihm der Spiegel gezeigt hat. Und ein Teil seines Kampfes mit oder gegen seinen Körper war Sport. Zitat, ich rudere, reite, schwimme, liege in der Sonne. Daher sind die Waden gut, die Schenkel nicht schlecht, der Bauch geht noch an, aber schon die Brust ist sehr schäbig. Und ein Kapitel für sich ist dann noch die sehr obsessive Aufmerksamkeit, die er seiner Ernährung und vor allem Verdauung widmet. Mit seinem praktisch ausschließlich vegetarischen Reformkostspeiseplan würde er heute, sagen wir, im 7. Bezirk nicht sonderlich auffallen. Damals war das aber schon was anderes. Es war etwas exotisch. Aber nichts, schreibt dann Max Brod, nichts ist so gut wie das Essen hier im vegetarischen Restaurant. Die Lokalität ist ein wenig trübe. Man isst Grünkohl mit Spiegeleiern, die teuerste Speise. Nicht in großer Architektur, aber die Zufriedenheit, die man hier hat. Ich horche nur in mich hinein. Vorläufig ist mir freilich noch sehr schlecht. Aber wie wird es morgen sein? Es ist hier so vegetarisch, dass sogar das Trinkgeld verboten ist. Ja, dann muss ich jetzt drei mittlerweile ausgestorbene Zeitwörter vorstellen, nämlich Müllern, Fletschern und Prallen. Müllern war eine nach gleichnamigen dänischen Offizier benannte Gymnastik, eine Körperertüchtigungsmethode, die nackt bei offenem Fenster zu praktizieren war. Und das hat der Franz Kafka gemacht, er hat es dann teilweise ein bisschen eigenwillig ausgelegt, wie praktisch alles in seinem Leben. Das Fletschern heißt ebenfalls nach dem Erfinder, einem amerikanischen Ernährungsreformer. Das hat vorgesehen, jeden Bissen für Anfänger 40 bis 50 Mal, für Fortgeschrittene 150 bis 200 Mal zu kauen. Was es zweifellos noch reizvoller gemacht hat, mit dem Franz Kafka geschwind was essen zu gehen. Und das Prallen schließlich ist ein pragerdeutscher, altösterreichischer Ausdruck für das Fahrenlassen eines Leibeswindes. Schade eigentlich, dass den Vergessenheit geraten ist, von einer gewissen lautmalerischen Schönheit. Und
Von einer gewissen Bedeutung wird das alles bei Kafkas Tagebucheinträgen aus der naturreformerischen Kuranstalt Jungborn, die er aufsucht. Man muss sagen, er ist da ein bisschen ein Routinier schon. Er ist Anfang 30, es ist sein 5. Sanatoriumsaufenthalt. Und der reformorientierte Dresscode ist das Adamskostüm. Tagebucheinträge. 8. Juni 1912. Mein Haus heißt Ruth. Praktisch eingerichtet, vier Luken, vier Fenster, eine Tür. Ziemlich still. Nur in der Ferne spielen sie Fußball. Die Vögel singen stark. Einige Nackte liegen still vor meiner Tür. Alles bis auf mich ohne Schwimmhosen. Schöne Freiheit. 9. Juli. Heute früh waschen, müllern, gemeinsames Turnen. Ich heiße der Mann mit den Schwimmhosen. Singen einiger Choräle, Ballspiel im großen Kreis. 11. Juli. Hier und da bekomme ich leichte oberflächliche Übelkeiten, wenn ich allerdings meistens in einiger Entfernung diese gänzlich Nackten langsam zwischen den Bäumen sich vorbei bewegen sehe. Ihr Laufen macht es nicht besser. Auch alte Herren, die nackt über Heuhaufen springen, gefallen mir nicht. In der Nacht, als ich durch die Wiese nach dem Klosett wandere, schlafen drei im Gras. 16. Juli. Rede im Park angezogen mit einem Angezogenen. Er prahlt so viel und laut, dass ich kein Wort von dem, was er redet, verstehen kann. Auf einem seiner Kuraufenthalte hat Franz Kafka nicht nur gemüllert, gefletschert und geprallt, sondern auch eine gewisse Juli Woryszek, die Tochter eines Prager Schusters, kennengelernt. Sie sollte nach dem Bruch mit seiner ersten Verlobten Felice Bauer Braut in Spe Nummer 2 werden. Weitere bedeutende Frauen in Kafkas Leben waren Milena Jesenska, selbst Schriftstellerin und seine erste Übersetzerin ins Tschechische. Und als er bereits schwer krank war, wurde die polnische Schauspielerin Dora Diamant seine Lebensgefährtin. Sie war auch bei ihm, als er am 3. Juni 1924 unweit von Wien im Sanatorium Hoffmann in Kierling verstorben ist. Thomas Maurer vermutet, dass es bei aller Liebe auch eine große Herausforderung gewesen sein muss, Franz Kafka zu ertragen. Ich glaube, dass im Zusammenleben mit ihm, wenn man mit ihm befreundet war, oder um Gottes Willen eine seiner Frauen, der muss einen wahnsinnig gemacht haben mit dieser wirklich krankhaften, diesem Zwang, sich klein zu machen und unbedeutend zu machen und runter zu putzen und sogar das eigene Werk, von dem man gewusst haben muss, wie gut es ist, eben am liebsten alles vernichten zu lassen. Das war sicher sehr erschöpfend. Also Kafka zu mögen, und offenbar haben ihn die meisten gemocht, die ihn kennengelernt haben, hat dich, glaube ich, regelmäßig dazu gebracht, dass du ihm am liebsten am Kragen packen und gegen die Wand knallen möchtest. Leicht hat es wahrscheinlich keine mit ihm gehabt. Davon kann man sich im folgenden Briefwechsel überzeugen, den er mit Milena Jesenska führt. Wie gesagt, Briefwechsel, man kennt nur seine Seite. Es geht sehr darum, dass er sich nicht gut dazu durchringen kann, sie in Wien zu besuchen. Und das hat in dem Fall gar nicht mit Wien zu tun oder dass er die Stadt nicht mag. Das Problem ist, dass er die Milena wirklich liebt und deswegen damit nicht zurechtkommt. Kafka an Milena Jesenska, Meran, 31. Mai 1920. Ich will nicht, Milena, helfen Sie mir, verstehen Sie mehr, als ich sage. Ich will nicht, das ist kein Stottern, nach Wien kommen, weil ich die Anstrengung geistig nicht aushalten würde. Ich tue es nicht. Schon äußerlich ist es unsinnig, nicht den kurzen Weg über München zu nehmen, sondern den doppelt so langen über Linz und dann gar noch weiter über Wien. Ich komme ganz bestimmt nicht. Sollte ich aber doch, es wird nicht geschehen, zu meiner schrecklichen Überraschung in Wien sein, dann brauche ich weder Frühstück noch Abendessen, sondern eher eine Bahre, auf der ich mich ein Weilchen niederlegen kann. Meran, 3. Juni 1920. Die Aussicht aus dem offenen Fenster auf Tannen, Sonne, Berge, Dorf und über allem eine Ahnung von Wien.
Meran, 11. Juni 1920. Letzthin habe ich wieder von Ihnen geträumt. Es war ein großer Traum. Ich war in Wien. Meran, 12. Juni 1920. Ob ich nach Wien komme, kann ich heute noch nicht sagen. Ich glaube aber, ich komme nicht. Meran, 24. Juni 1920. So war es gestern. Heute würde ich zum Beispiel sagen, dass ich sicher nach Wien kommen werde. Da aber heute heute und morgen morgen ist, lasse ich mir noch die Freiheit. Überraschen werde ich dich keinesfalls. Auch nicht nach Donnerstag kommen. Komme ich nach Wien, schreibe ich dir einen Rohrpostbrief. Meran, 24. Juni 1920. Hast du Donnerstag noch keinen Rohrpostbrief, dann bin ich nach Prag gefahren. Übrigens käme ich, wie ich höre, doch am Westbahnhof an. Gestern schrieb ich, glaube ich, Südbahnhof. Nun, das ist ja gleichgültig. Ich bin auch nicht allzu sehr über dem allgemeinen Höchstmaß unpraktisch, untransportabel, nachlässig, vorausgesetzt, ich habe ein wenig geschlafen. Darin musst du keine Sorge haben, steige ich in den Wagen, der nach Wien fährt, so steige ich höchstwahrscheinlich auch in Wien wieder aus. Nur das Einsteigen macht allerdings Umstände. Also, auf Wiedersehen. Aber es muss nicht in Wien. Kann auch in Briefen sein. Meran, 25. Juni 1920. Dienstag bin ich, wenn nichts Unerwartetes innen oder außen geschieht, in Wien. Es wäre ja sehr vernünftig, wenn ich heute schon sagen würde, wo ich dich erwarten will, aber ich würde bis dahin ersticken, wenn ich heute jetzt einen Ort nennen würde und ich diesen Ort 3 Tage und 3 Nächte sehen würde, wie er leer ist und warte, dass ich ihn Dienstag um eine bestimmte Stunde betrete. Wien, 29. Juni. Ich bin in Wien, sitze in einem Kaffeehaus am Südbahnhof. Es fällt mir nichts Besseres ein. Ich erwarte dich Mittwoch von 10 Uhr Vormittag ab vor dem Hotel. Bitte, Milena, überrasche mich nicht durch von der Seite oder von rückwärts herankommen. Ich will es auch nicht tun. Das war ein Kontra über den Rezitationsabend Maurer Kafka komisch von und mit Thomas Maurer. Die nächsten Vorstellungen im Theatercafé in Graz sind schon ausverkauft, aber es gibt bereits Zusatztermine in Graz am 28. und 29. Juni. Im Rabenhoftheater in Wien steht Kafkaeskes wieder am 29. April und am 14. Mai auf dem Programm. Weitere Auftrittstermine in St. Christophen in Innsbruck, am Semmering, in Mürz und in Berchtoldsdorf entnehmen Sie bitte der Website des Künstlers. In der aktuellen Ausgabe des Ö1 Kabarett Podcasts ist ein längeres Interview mit Thomas Maurer zu hören. Und hier und jetzt noch eine nachdenklich stimmende Schlussbemerkung, ein Zitat von Milena Jesenska. Für ihn, so schreibt sie über Kafka, für ihn sei das Leben etwas gänzlich anderes als für alle anderen Menschen. Die ganze Welt bliebe ihm ein mystisches Geheimnis. Aber notiert Milena weiter. Aber er ist nie in ein schützendes Asyl geflohen, in keines. Er ist absolut unfähig zu lügen, so wie er unfähig ist, sich zu betrinken. Er ist ohne die geringste Zuflucht, ohne Obdach. Darum ist er allem ausgesetzt, wovor wir geschützt sind. Er ist wie ein Nackter unter Angekleideten. Abschließend noch ein Hinweis auf eine weitere hochkarätige Lesung mit Erwin Steinhauer. Allerdings ohne satirische Note geht es doch um die Jahre der Ersten Republik bis zum März 1938. Erwin Steinhauer gestaltet am 14. April im Theater in der Josefstadt in Wien gemeinsam mit der Zeithistorikerin Lucille Dreidemy eine Matinee und liest aus den Werken unter anderem von Stefan Zweig, Elias Canetti oder Alma Mahler Werfel. Titel der Veranstaltung: Achtung Faschismus, die Zerstörung einer Republik. Am Sonntag, den 14.04. um 11 Uhr am Vormittag im Theater in der Josefstadt.
Bei uns in Kontra stellt der deutsche Entertainer Thomas Piegor nächste Woche einen Abenteuerroman aus der Welt des Kabarets vor, musikalisch begleitet von Benedikt Eichhorn. Damit verabschiedet sich das Team von heute. Gerald Domian von der Technik und für Gestaltung und Präsentation Doris Glaser. Leben und lachen Sie wohl. Österreich 1. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Ö1-Festspielpartner Die Presse.